Mein Name ist Martina Rebmann und ich arbeite seit 2008 hier in der Staatsbibliothek. Ich leite die Musikabteilung. Das Autograph der 9. Sinfonie ist in mehrere Teile zerteilt. Deswegen muss man da ein bisschen eine Geschichte dazu erzählen. Der Hauptband der 9. Sinfonie kam 1846 nach Berlin. Und zwar wurde es angekauft von einem Herrn Schindler, der in Wien lebte und zu Zeiten Beethovens einige Stücke von ihm übernommen hatte und die später dann in Berlin zum Ankauf anbot. Unter diesen vielen Stücken war auch der sogenannte Hauptband der 9. Sinfonie. Das sind annähernd 200 Seiten von Beethovens Hand geschrieben, die Sätze 1 bis 3 dieser Sinfonie. Denn der weitere Satz, der vierte Satz, nimmt ja noch die menschliche Stimme dazu. Sowohl Chor- als auch Solostimmen sind dabei. Und da wurden größere Papiere nötig, um diese Musik niederzuschreiben. Und so hat Beethoven nicht nur kleinere Papierseiten, sondern auch größere Papierseiten verwendet. Und diese größeren Papierseiten sind extra gebunden. Diese kamen dann auch erst später an die Staatsbibliothek. Um 1897 kamen sie nach Berlin an die damalige Königliche Bibliothek und sie liegen heute einzeln gebunden vor, sodass wir die 9. Sinfonie in insgesamt 6 Teilen hier vorliegen haben. Mein Name ist Barbara Schneider-Kempf. Ich bin Generaldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin, preußischer Kulturbesitz. Ja, erstmal ist es so, dass tatsächlich viele Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt gar nicht wissen, was wir hier in der Staatsbibliothek besitzen an wertvollen Musikautographen. Das ist in Fachkreisen selbstverständlich bekannt. Aber selbst da stelle ich immer wieder fest, dass man da noch etwas dran arbeiten muss. Und bei den Musikautographen ist mir und meinen Kollegen hier im Haus besonders wichtig, dass wir tatsächlich dieses Thema auch an junge Leute herantragen, die sich oft gar nicht vorstellen können, dass das Autograph ja wirklich von der Hand des Komponisten, des Musikers geschrieben wurde. Und da hatten wir ein sehr schönes Erlebnis vor ungefähr einem Jahr. Als junge Musiker aus der Ukraine, die nach Berlin gekommen waren, zum Festival Young Euro Classics, eine Reihe von Autographen sich anschauen konnten. Und ein Kollege aus unserem Haus hat sie da rangeführt und hat das beschrieben. Und die waren nun wirklich sehr jung, die waren deutlich unter 20. Und es war so wunderbar zu sehen, wie der Zauber des Originals tatsächlich übergesprungen ist. Also der Funke der Begeisterung ist übergesprungen. Ja, mein Name ist Eveline Bartlitz. Ich habe im vorigen Jahrhundert hier angefangen. Und zwar 1947, Mitte Februar, erst die Ausbildung gemacht zur Bibliothekarin. Und dann habe ich ein kurzes Intermezzo nach der Prüfung gehabt in anderen Abteilungen und ab 1. Dezember habe ich meinen Wunsch erfüllen können und habe in der Musikabteilung gearbeitet. Und da war ich immer zuständig für Benutzung und für die Sondersammlung. Ich habe also immer mit Handschriften zu tun gehabt und das war ja damals noch sehr viel großzügiger gehandhabt und man hatte sie praktisch täglich in der Hand, was heute unmöglich ist. Ja, Herr Dr. Krüger-Ribo war ja schon etliche Zeit Benutzer bei uns in unserem kleinen Lesesaal. Ja, und das war ja schon die Zeit des Kalten Krieges und es passierte da ziemlich viel in dieser Zeit. Und er ist dann ab 1. September 1950 Abteilungsleiter
Leiter bei uns geworden und war uns eigentlich vom ersten Moment an suspekt, weil er so umtriebig war. Und wir merkten sehr schnell, dass er also musikwissenschaftlich eigentlich ein unbeschriebenes Blatt war. Und dann haben wir hinterher erfahren von unserem Magaziner am 30. April, da hat er sich sämtliche Konversationshefte aus dem Magazin in seinen Tresor, er hatte einen extra Panzerschrank in seinem Dienstzimmer, das war so üblich. Und dann haben wir also am 17. Mai erst, als der Stellvertreter Dr. Wilhelm Firneisel zurückkam aus dem Urlaub, denn nur er wusste, wo die, es gab zwei Schlüssel für diesen Panzerschrank und die waren getrennt aufbewahrt. Und nur er wusste, wo diese Aufbewahrungsorte waren. Also wir konnten gar nicht früher agieren. Und als er dann zurückkam, wurde entdeckt, dass der Tresor leer war. Ja. Und dann ist eigentlich von der Bibliothek her gar nichts geschehen. Und es ist erst mal unter den Teppich gekehrt worden. Und dann hat man nur durch die Westpresse schließlich erfahren, dass er oder dass die Konversationshefte in Bonn gelandet sind. Aber das war also unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Und ja, ob das Legende ist oder ob es wirklich sich so abgespielt hat, dass eins seiner Gepäckstücke aufgeplatzt ist und man dann vom Zoll her auf ihn aufmerksam geworden ist und er dann gesagt hat, er will sie in Bonn im Beethovenhaus abgeben vor dem Zugriff der Russen schützen. Und dann hat man ihn angeblich beschattet, bis er in Bonn angekommen ist. Und da sind die Hefte also 10 Jahre verblieben. Und dann ist durch die Akademien der Künste Ost und West, es ist so weit gekommen, dass die Hefte zurückgekommen sind. Das war also im Jahr der Mauer, aber noch zum Glück vor Mauerbau. Sonst wäre es noch schwieriger geworden. Die sind im Mai 61 zurückgekommen. Und dann hat man gleich den Entschluss gefasst, sie zu edieren. Ja, eine lange Story. Ja, mein Name ist Michael Ross. Ich bin vom Beruf Comiczeichner und zeichne schon eigentlich, bevor ich angefangen habe zu schreiben, also sehr lange. Bin auch so ein von Kind auf Comicleser gewesen und mein Traum war eben immer, Comics zu machen. Und jetzt so professionell mache ich das jetzt so seit 15 Jahren etwa und zeichne Comics, unterrichte Comics und ja, bin aber immer auch noch begeisterter Comicleser. Wenn ich nicht weiter weiß, gehe ich meistens über den Punkt der größten Energie an Projekte ran. Also ich gucke, finde ich irgendwo in der ganzen Recherche irgendwie einen Punkt, wo mein eigenes Herz drauf anspringt. Wo mein eigenes Herz sagt, ah ja, das kenne ich auch. Und der Punkt war in der Recherche relativ schnell eben die Kindheit von Beethoven. Also irgendwas muss da passiert sein, woraus er das alles geschöpft hat. Das hat dort irgendwie seinen Anfang genommen. Und dann ist es natürlich sehr spannend, irgendwie sich zeichnerisch an dieses Kind Beethoven anzunähern. Der natürlich, glaube ich, ganz anders war als der späte Beethoven. Also vielleicht noch viel offener und viel unbefangener und der selber auch noch nicht weiß, was er für eine Rolle später spielt, der einfach noch völlig ein bedeutungsloses Bonner Kind ist. Meine Hoffnung ist, dass das Comic was schafft, was vielleicht ein Text weniger gut kann, nämlich, dass man Bezug nimmt auf die Emotionalität der Musik von Beethoven. Du hast diese wahnsinnig emotionale Musik und einen Musiker, der wirklich als einer der Ersten so direkt das Herz anspricht und die Emotionen. Und der in allem seinem Schaffen das immer an erster Stelle steht, dass er dich wirklich direkt erwischt als Zuhörer und das man nicht ausschalten kann. Und die Idee ist eben, diesen 24 Stunden dieses Comics zu erzählen, wie der junge Beethoven das auch schon gehabt haben muss, dass wenn er improvisiert hat, wenn er am Klavier saß, Leute eben direkt
angesprochen hat auf der Emotionsebene und die, was mit denen passiert ist. Und so, dass alle irgendwie gemerkt haben, ah, hier ist was Besonderes und das, da kann man nicht einfach drüber weggehen. Und dass das vielleicht in der, mit den Zeichnungen irgendwie zum Ausdruck kommt, dass es eben ein, dass Beethoven irgendwas aus irgendwas geschöpft haben muss, was einen direkten Zugang hat zu diesem, ja, zum menschlichen Herz, so, ein, so eine direkte Leitung. Ich bin Jonathan Delmar und ich mache Neuausgaben von Werken von Beethoven. Ich bin also ein Beethoven-Herausgeber. Ich habe das große Glück, mit dieser wunderbaren Musik zu arbeiten. Und ja, das ist, was ich ja, jetzt ausschließlich mache. Mein erster Eindruck war, wie klein es war. Aber das handelt sich natürlich nur um den ersten Teil des Stückes. Es wird natürlich nachher viel größer im Chorfinale. Wird die Partitur natürlich dann zweimal so groß. Aber der Hauptband ist unwahrscheinlich klein für so ein großes Werk. Das war vielleicht das erste Mal, dass ich mich in der Gegenwart von Beethoven gefühlt habe, gespürt habe. Das berühmteste Beispiel ist natürlich die Hörner im letzten Satz. Als es zum ersten Mal die Frage war, dass meine Arbeit eigentlich veröffentlicht wurde von Bärenreiter, der große Verleger, habe ich gemeint, vielleicht kann ich meine Arbeit nicht trauen. Ich muss das noch einmal machen. Und jede Note habe ich zum zweiten Mal kontrolliert und eine Menge kleine Sachen entdeckt, was ich vorher übersehen hatte. Und dann plötzlich kam diese Stelle. Was ist es, so eine einfache Stelle? Man fliegt da durch. Es ist natürlich so und man sagt, ja, das ist natürlich so und man liest weiter. Aber was ist das? Das sind zu viele Bögen. Nein, das kann nicht sein. Doch, was ist der Bogen dort? Ach, das ist ein Fehler. Nein, es ist noch ein Bogen dort. Und das, ach, was ist das? Und das ist die plötzliche Erkenntnis, dass etwas wirklich hier los war und dass die ganze Stelle anders geschrieben wurde, als selbstverständlich genommen haben. Und ich habe es dann ganz sorgfältig gelesen und es war tatsächlich etwas ganz anderes. Und das war beängstigend. Und dann habe ich meine neue Liste von Korrekturen an die Orchester geschickt. Und da sofort war Simon Rattle am Telefon. Was ist das hier? Und ich habe gesagt, ja, es ist eine Überraschung, aber das musst du lösen und Sinn daraus machen. Ich habe dir nur gesagt, was Beethoven geschrieben hat. Ja, jetzt mach du Sinn daraus. Aber so ging das Spiel los. Ja. Ich bin Kerstin Behnke, ich lebe in Berlin, bin Dirigentin und Chorleiterin und arbeite in Weimar an der Musikhochschule als Professorin für Chor- und Ensembleleitung. Ich habe hier in Berlin vor, ich glaube, 12 Jahren die 9. Sinfonie dirigiert mit einem Chor aus Japan und der Berliner Kapella, die ich hier lange Jahre in Berlin geleitet habe. Die Japaner waren quasi wie eine Reisegruppe nach Europa, also nach Berlin gekommen, um hier in Berlin in der Philharmonie die 9. aufzuführen. Das hat dieser japanischen Veranstaltungsorganisation so gut gefallen, dass sie gesagt haben, wir haben da in Tokio ein Event, das findet jedes Jahr statt und jedes Jahr singen da in einer Sumo-Ringer-Halle eben die 5000 Sängerinnen und Sänger die 9. mit dem New Japan Philharmonic Orchestra. Und wir würden die Dirigentin gerne einladen, das bei uns mal zu machen. In Tokio selbst, diese Veranstaltung, wird von
einer unglaublichen Bandbreite an Leuten mitgemacht. Von ganz jungen Leuten, also fast noch Kindern, bis hin zu ganz alten Leuten ist wirklich alles dabei. Die 9. Sinfonie, das ist ja bekannt, hat in Japan einen sehr hohen Stellenwert. Die wird sehr häufig aufgeführt und steht für, ja, wie eigentlich überall in der Welt, aber ganz speziell vielleicht für Frieden, für Brüderlichkeit, für Miteinander. Und das Miteinander, das Funktionieren des Miteinanders ist in Japan sehr, sehr wichtig fürs tägliche Leben. Bei diesen vielen Menschen auf kleinem Raum muss das natürlich funktionieren, sonst würde das schnell ins Chaos landen. Und das ist ja, so wie ich das in Tokio erlebt habe, das komplette Gegenteil davon. Also diese Mengen an Menschen, die so unglaublich diszipliniert und rücksichtsvoll miteinander im öffentlichen Leben umgehen. Andere verbinden damit noch tiefere persönliche Erfahrungen, Vorgeschichten. Es gab am Vorabend dieses Konzertes gab es eine öffentliche Veranstaltung, zu der auch schon, ich würde mal sagen, so zwischen 1.000 und 2.000 Leuten zum Zuhören da waren, wo unten auf dem Podium, also eigentlich auf diesem Sumo-Ringer-Quadrat, ein großer Tisch aufgebaut war, so ein langer Tisch, und wo ganz viele Leute eingeladen waren, etwas zu diesem Event zu sagen, zu der Bedeutung, die für sie diese Veranstaltung hat. Ich habe das immer nur zur Hälfte mitbekommen, weil meine Dolmetscherin saß neben mir und hat immer so grob übersetzt. Und es war so eine Mischung aus, ich wusste so ungefähr, was sie gesagt haben, und habe deren Diktion, deren Körperlichkeit, deren Präsenz an dieser Stelle erlebt und war wirklich, ja, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und das war die Leute, die sonst ja doch vergleichsweise ja sehr diszipliniert, sehr häufig auch sehr förmlich alles, die plötzlich vor diesem großen Podium so unglaublich emotional und persönlich geworden sind. Das war ein ganz besonderer Moment. Und vielleicht ergänzend dazu hatte ich dann das Gefühl, dass in dem Moment, als sie in dem Konzert aufstehen und bei der zweiten Fanfare im vierten Satz geht dann das Licht auf die Leute und die stehen so 5.000 Leute, relativ leise stehen die da und wollen das singen, dass man gespürt hat, wie viel Persönliches da drin steckt und mit wie viel Emotionen dann da am Ende dieser langen Symphonie plötzlich die Stimme erhoben wird. Das ist auch ein bisschen vielleicht in meiner eigenen Biografie so ein bisschen verankert, dass Beethoven schon auf eine Weise besondere Bedeutung hat, weil Beethoven natürlich sehr, sehr eng mit diesem Bild des männlichen Dirigenten verknüpft ist. Dagegen habe ich mich immer gewehrt, und es gab auch dann großen Streit mit meinem damaligen Professor. Und somit ist sozusagen dieses Beethoven für mich immer sehr mit so einem konservativen, dirigentischen Gedanken verbunden. Das ist irgendwie immer so dieses große geistige und 19. Jahrhundert Genie und so weiter, was da drin steckt. Und das ist natürlich sehr männlich konnotiert. Und so kommt dieses Thema, kriegt für mich bei Beethoven immer eine Präsenz. Ich glaube nicht, dass das jetzt einen Einfluss auf meine Interpretation wirklich hat. Ich finde, ich persönlich muss bei Beethoven viel von dieser Beethoven-Rezeption und von diesem Beethoven, von dieser Größe Beethovens in unserer kulturellen Geschichte sozusagen, wo der immer größer gemacht wird und das Genie überhaupt, das muss ich komplett ausblenden, weil ich in den Noten ganz was anderes sehe und finde diese Zerrissenheit von diesen Menschen da sehr nachvollziehbar, und das hat auch nichts Männliches oder Weibliches. Das ist einfach eine Frage der Auseinandersetzung mit sich selber, die er, glaube ich, zum Teil in seiner Musik direkt hat und die ich sehr greifbar finde. Und das macht das Beethoven-Dirigieren besonders.